Bisher die Saison, 19 Spiele, 10 Siege, 7 Unentschieden, nur 2 Niederlagen. Was ist dein Resümee? Ja, ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Natürlich haben wir am Anfang ein bisschen gebraucht, das ist aber auch normal, wenn du ein neues Trainerteam hast, viele neue Spieler, dass es etwas Entwicklungszeit braucht. Aber man hat auch damals schon gesehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und jetzt haben wir auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und auch über die Art und Weise, glaube ich, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Viele Tore erzielt. Von daher sind wir schon zufrieden mit der Entwicklung. Und die Entwicklung der Offensive, da hatte man ja eigentlich gedacht, das dauert etwas länger, auch intern war man dann positiv überrascht. Ja, aber es zeigt auch die Arbeit des Trainerteams mit der Mannschaft, auch dass die Prinzipien und die Automatismen gerade nach vorne einfach greifen und dass der Plan auch funktioniert und wir natürlich auch Spieler haben, die sich weiterentwickelt haben. Wenn man jetzt mal Omar Marmoush auch sieht, der sehr, sehr viel Torgefahr ausstrahlt, von daher ja, sind wir auch da auf einem guten Weg. Thema Afrika Cup, hat man da so ein bisschen Bammel vor, weil drei Leistungsträger dann weg sind? Ja, sicherlich nicht optimal, aber wir sind ja nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die Spiele hat, die jetzt im Afrika Cup abstellen muss. Und wir versuchen natürlich dann Lösungen zu finden. Und wir haben sehr, sehr viele Spieler bei uns im Kader, die auch dann die Spieler ersetzen können. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Neuzugänge im Winter, was plant man da? Ach, wir schauen jetzt erstmal, wie die Entwicklung der Mannschaft ist und der einzelnen Spieler jetzt in den nächsten Wochen. Und dann schauen wir mal, was im Winter passiert. Wir haben heute Abend eine Sendung, da geht es auch um Traditionsvereine, auch um Traditionsvereine, die es nicht so geschafft haben, die irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind oder zumindest in der zweiten Liga. Da gibt es ja viele, Lautern, Hannover, die halt ewig lang in der Bundesliga waren und jetzt nicht mehr dabei sind. Gibt es irgendwie Fehler, die man nicht machen darf als Traditionsverein oder positiv ausgedrückt, was muss man richtig machen, damit man nicht irgendwann auch diesen Weg geht? Weil Stichwort Bremen, also da hat man die schwärzeste Stunde damals erlebt, als man verlor dort kurz vor Ende und dann in die Relegation musste. Das hätte schief gehen können, ist es aber nicht. Was sind so die Keypunkte? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, und das kann ich jetzt also nur für die Eintracht sprechen, dass wir eine sehr hohe Konstanz haben, gerade in den Führungsebenen, im Vorstand und im Aufsichtsrat, dass wir viele in den Positionen haben, die schon sehr, sehr lange auch in dem Club sind, die den Club kennen und dass man immer auch weiß, wo man herkommt. Und ich glaube, das haben wir auch gemacht, gerade im letzten Jahr, als wir in der Champions League gespielt haben. Wir sind bei uns geblieben, haben versucht, sagen wir mal, die Mannschaft auch so zu verstärken, dass wir trotzdem wettbewerbsfähig sind, dass wir als Club auch kein zu hohes Risiko gehen, sondern immer natürlich uns weiterentwickeln wollen, aber mit Bedacht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, um nachhaltig erfolgreich zu sein.